ich bin inzwischen ja fast ein alter Mann, würde ich sagen, und kann natürlich auf vieles zurückblicken. Ich glaube sozusagen, die erste wesentliche Geschichte für mich war, dass ich als überzeugter Pazifist Wehrdienstverweigerer geworden bin und Zivildienst gemacht habe. Übrigens in einer für mich sehr überzeugenden Institution, nämlich dem Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands. Das zweite ist, dass ich in meinem Alltag in der Familie versuche zu vermitteln, dass durch das Reden meistens die Konflikte gut lösbar sind. Ich denke, es gibt viele Wege. Also Frieden jetzt im Sinne der Vermeidung von kriegerischen Konflikten, indem jene Bewegungen, die es an verschiedenen Regionen dieser Welt gibt, wo Kriege drohen oder Kriege bereits passiert sind und wieder aufflammen drohen, dass man diese Gruppierungen ganz einfach unterstützt. Indem man Bewusstseinsarbeit dafür macht. Ja? Also so etwas wie der Friedenspreis ist aus meiner Sicht etwas, was eigentlich schon fällig war, wenn man so drüber nachdenkt. Ja, Frieden ist wichtig, weil Krieg zumeist die Zivilistinnen und Zivilisten das Leben kostet. Und das Leben ist zu kostbar, um es zu riskieren. Frieden bedeutet für mich mehr als die Abwesenheit von Kriege. Und bedeutet für mich auch sozialen Frieden, das heißt gerechte Gesellschaft. Wenn es diese gibt, sowohl in einem Land als auch in einem größeren Staatengebilde, dann muss man sich wahrscheinlich um einen möglichen Krieg weniger Sorgen machen. Mach mit! Es ist eine wichtige Sache.